Ich begrüße euch sehr herzlich zum zweiten Teil auf der Map von der Planei, der Steiermark, im Skiregion Simulator 2012. Und heute geht es wie im ersten Teil auch wieder um die Schneekanonen, damit wir dann bald beschneien können. Wir steigen wieder ein in unser Mobil. Und da habe ich mittlerweile unsere Schneekanonen aus dem Depot geholt. Und die werden wir jetzt verteilen. So, wir werden dann mal darauf welche bringen. Da haben wir unseren Speed-Parcours. Das haben wir natürlich auch viel Schnee haben. Hin. Man muss ja bedenken, wir sind im Südhang und wir haben hier auch natürlich den ganzen Tag die Sonne drauf scheinen, und da muss man natürlich bedenken, dass wir da die Hälfte mehr Schnee brauchen, so dass wir sie für den Pistenpulli, aber wir können uns noch welche kaufen, wir haben ja noch ein bisschen Geld. Wir könnten uns auch noch ein paar Schneilanzen zulegen. Aber ich bin mit den Techno-Alpinen also sehr glücklich. Und wir haben mittlerweile doch noch Betrieb, wie ihr sehen könnt, damit wir ein bisschen Einnahmen haben, weil Schnee machen kostet Geld und Geld ist wichtig im Leben, also hier im Winterresort Skiregion Simulator. Winterresort Simulator kommt dann Anfang Dezember auf meinen Kanal mit der Season 2. Da haben wir letzte Woche unsere Schneekanonen entpackt. Ersten Teil. Und in den geraden Ebenen kommen halt immer die Mobilschneekanonen zum Einsatz. Weil die ersten sind natürlich viel transportabler sind als die Durmschneekanonen. Er hat wirklich ein schönes Skisystem mit vielen Abfahrten, wo man sich natürlich auch verirren kann, wenn man nicht so oft auf der Planei Skifahren geht. In Schladming. Da könntest du zum Beispiel mit dem Cityjet anreißen. Da schaut es einmal beim Don Matteo vorbei. Der ist letztens im Cityjet im Train-Simulator nach Schladming gefahren. Die werden wir hier hinstellen. Da werden wir die Schneilanzen ausrichten, wenn wir schon da sind. So, na, dann schalten wir mal vom Licht. So. Wir wollen diese Piste beschneiden. Komm, da. Eine Gemini-Schneilanze. In einigen Skigebieten werden ja die Schneekanonen mit einem Helikopter eingeflogen. Hier unser Speichersee. Kostbaren Bergwasser. Da haben wir unsere Kühlturmanlage unten, die das Wasser auf ca. 4 Grad runterkühlt.
Was fahre ich jetzt schon dazu? Egal, fahren wir da runter, schauen wir uns den Kühlturm an. Dann unsere Kühlturmanlage, die das Wasser auf 4 bis 5 Grad runterkühlt. Wieder auf. Welche Piste hätten wir denn da? Piste 8. Okay. Damit wir da nicht die Orientierung verlieren. Auf der steirischen Planei. Und da sehen wir unsere TF-10er Schneekanonen von Techno Alpin. So eine kostet ca. 40.000 Euro. Also hängt in so einem Skigebiet wie die Planei ein paar Millionen Euro. Weil man muss auch bedenken, die müssen auch verkabelt werden. Also unterirdisch ganz viel Kabel, Druckluftschläuche, Schläuche und was weiß ich, was da alles vergraben wird. Wir wollen nicht brettern, das macht man im nächsten Teil. Aber ein wunderschönes Bergbahnpanorama. Ui, da haben wir was vergessen letztes. Da hängt noch eine Sommerabdeckung drauf. Auf der Schneelanze. Genau, jetzt ist es perfekt. Jetzt ist es schön. Techno-Alpin TF10. www.technoalpin.com. Aber ganz schön steil hier. Da könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wart ihr schon mal auf der Planei Skifahren? Geht ihr Skifahren? Und wenn ja, wo? Würde mich interessieren. Ich gehe auch gerne am Annaberg in Niederösterreich Skifahren. Dann kann man sehr gut mit der Mariazellerbahn ab St. Pölten erreichen. Oh. Dann steigen wir hier mal aus und steigen in unseren Pistenpulli ein. Von der Firma Kiesbacher. Wobei das hintere Schild kann ich eigentlich da lassen. So, das Schild kann man natürlich auch bewegen. So, minus 10 bis 13 Grad sind wir hier rum. Das ist gut für die Beschneiung. Hallo, geh auf, danke. So. Ich hoffe, dass ich das richtige Schild drauf habe. Das ist jetzt muss ich bei mir. Hier aufstellen.
natürlich die Rennstrecke gegenüber auch beschneiden. Da oben werden wir noch eine platzieren. Aber wenn dann die Piste beschneit ist, können wir dann die nächste Piste beschneiden. Schnee kann man dann umbauen, also wegstellen. Wird das jetzt was? Hier unten eine Beschneidung, hier herum, hier. Kann man mit dem Pistenbelege schneller transportieren. Also das ist auch kein Problem. Obwohl das Spiel jetzt schon über 8 Jahre alt ist, macht es immer noch Spaß zum Spielen. Weil immer wieder neue Mods dazu kommen. Wie zum Beispiel von Stufak. Die neue Beschneiungsanlage. Wo habe ich denn die? Da habe ich. Da, so fuck. Die Peak und die Power Turn. Der Preis ist ungefähr der reale Preis auf der Schnittanlage. 30, 40.000. So, stellen wir unser Schneemobil. Und jetzt fahren wir rauf zur Schafalm. Und wir haben auch 3-4 Schneekanonen platzieren. Aber schöne breite Abfahrten gibt es drauf dabei. Wenn man sich im Skigebiet verirrt. Achso, da ist er. Okay, da. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden. In den Weg. Und das ist gar nicht so einfach auf der Planei hier. Im Schlattling. Sich zurechtzufinden.
überhaupt von noch nicht die Pisten präpariert sind. Wenn die dann präpariert sind, haben sie eine Pistenspur und dann erkennt man die Pisten auch viel schneller. Hallo? Da ist es wieder runtergefallen, super. Deck was zu. Die Abdeckungen sind ja auch neu für die Schneekanonen. Was haben wir hier für eine Bahn? Lassen wir da welche stehen? Na, nur die drauf. So, jetzt sind wir schon oben auf der Lanai, auf der Bergstation auf 1825 Meter. Da haben wir einen sogenannten Wasserhydranten. Also können wir hier eine stehen lassen, mitten am Weg. Die kann man natürlich auch ausrichten. Die können wir ja theoretisch schon ausrichten. Damit wir da in der nächsten Folge beschneiden können. Und da ist halt der Düsenkranz mit einer Nukleatordüsen und da gibt es ganz tolle Videos auf YouTube. So. Da machen wir auf, dass wir anschließen können. Wir dann das Licht aktivieren. Genau. Dann wissen wir, dass die schon fertig eingerichtet sind. Ne? Dann die Schutzmatten montieren. Damit der keiner gegenfährt, so wie ich gerade. Ja, aber in so einem Skigebiet gibt es ordentlich viel Arbeit zum Vorbereiten auf die Skisaison. So, dann werden wir die auch einstellen. Und die auch. Da gibt es ja ein eigenes Programm von Technoalpin, wo man dann über den Computer die Schneekanonen steuern kann. Das gibt es zum Beispiel im Winterressort-Simulator. So, dann beschneiden wir hier den Hang darunter. Und da beschneiden wir auch darunter einmal. Wurfweite erhöhen, genau. Was machen wir mit der Schneilanze? Die werden wir natürlich ein bisschen auf die Skipiste bewegen. Genau, da haben wir die Märchenwiesenbahn. So machen wir das perfekt. So, wo haben wir hier die Skipisten? Da haben wir es. Weil im Sommer die stören ja für die Forstarbeit auch oder für die Mäharbeiten hier. Aber jetzt im Winter brauchen wir es natürlich für die Beschneiung. Können wir die natürlich auch hochfahren. Da haben wir unsere Pisten am DDI, am Display. Nein.
Da werden die auch hochfahren. So, wo haben wir hier die Pisten? Da haben wir da die Pisten, genau. Da haben wir noch die Onkel Willis Hütte und die dem Planeihof gegenüber. So, die werden wir hier ausrichten. Nicht auf den Sessellift, nein. Die können wir auch darüber. Nicht den Wald beschneiden, das ist nicht gut. Naja, Geldverbrauch und Wasserverbrauch wäre das dann. So, da haben wir jetzt eine T40. Die wollen wir natürlich darüber haben. Richtung bergab, damit der Schnee bergab fällt. So, so, perfekt. Was machen wir mit dir? Die werden wir natürlich alle rüberstellen. Damit wir mal hier diese erste Abfahrt und dann können wir die Schneekönigin nach rechts schwenken, damit sie auch die anderen Seiten vom Hang beschneien. Dann gehen wir mit dir auch rüber. Mit dir gehen wir auch hinüber, genau. Mit dir auch. Mit dir gehen wir eine Runde. Mit dir gehen wir dahin. Mit der gehen wir nach rechts rüber. Dass wir hier die Abfahrt beschneien können. So, haben wir hier den Hang. Da haben wir den Hang. Perfekt. Dann werden wir das hier. Da haben wir die Piano von Techno Alpin. Die werden wir einfach mal hochstellen. Bei den Hang braucht man es eigentlich auf den Hang rüber. So. Dann machen wir das hier auch so rüber. Perfekt. Dann kann die Skisaison hier bald starten hier auf der Planei. Müssen wir mal die Bäume ein bisschen stutzen. Damit da die Schneekanonen auch ihre weiße Pracht verteilen können. Hier zum Verteilen haben gar keinen, oder? Ja, was sind wir denn da? So, ne? Dann würde ich mal sagen, wir kaufen uns noch ein paar Schneeschächte. Um 250 Euro. So, dass wir jetzt die Abfahrt hier. Da werden wir jetzt welche platzieren. So. Genau, da werden wir hier noch einen platzieren, damit wir hier noch was haben. Dann werden wir hier einen platzieren.
hier noch. Hier noch und. Hier noch. Eine runterbringen. So, sind die mobilen Schneeknollen. Warum haben wir das Fahrzeug? Hier oben haben wir auch noch eine. Gut. Dann richten wir die auch gleich aus, würde ich sagen. Macht da richtig viel Spaß, das Spiel eigentlich. Wenn man es kann. Und die TF-10 ist schon wirklich genial. Das A3D, also Austria, da haben die Leute von der Firma super Sachen geleistet. So, da war ich auch in echt schon unten bei diesem Speichersee hier. Dieses Holz ist wunderschön. Da gibt es so eine Bank und so, da könnt ihr euch hinsetzen. Und ab durch die Hecke. Ab durch die Heck mit Markus. Hui. Sprungschanze. Ja. Lupin. Kann man fahren. Wen wollte ich jetzt nur zur Mittelstation? Also auch in der Station. Also wie ihr seht, die Planai-Map ist eine sehr, sehr große Map. Wunderschöne Pisten, wunderschönen Panorama, wo man sich leider auch verlieren kann, so wie ich jetzt. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Jetzt haben wir uns verlieren, jetzt fahren wir durch den Wald, jetzt fahren wir echt durch den Wald. Weil sich der Markus verirrt hat. Also willkommen zum Ab durch die Hecke mit Markus. Genau. Jetzt sind wir bei der Mittelstation wieder angekommen, wo ich nicht hin wollte. Von der Planai. Beziehungsweise auf der Bergstation sind wir schon. Ich muss wieder da runterfahren. Damit wir zur Mittelstation von der Planai kommen. Na? Das ist die andere Bahn. Hier gibt es unten eine Verbindung. Ich glaube, das ist der Weg runter. Ja, das ist der Weg. Das ist die Skipiste runter. Was da die Bäume gefällt haben wieder. Das sind ja Millionen von Bäumen, was sie da fällen.
können wir uns auch Schneekanonen hinstellen. Leute, ich habe ich jetzt verirrt. So was sagt mir jetzt der Pistenabkehr. Piste 2 haben wir hier. Das müsste die sein. Da müssen wir eigentlich den Hügel, das sind gar nicht voll eigentlich. Wir müssen dann zur Schladminger Hütte rüber. Auf Piste 3. So, schauen wir mal, fahren wir rauf wieder. Da hat sich jetzt der Markus verirrt, was natürlich nicht so toll ist. Da haben wir auch noch die Gitter schon angebracht und die Fallnetze. Da haben wir eine Rodelbahn. Also eine Schnellschussstrecke, also eine Speedstrecke habt ihr hier. Kann man wahrscheinlich schauen, wie schnell man da runterfahren kann. Das schaut gut aus da vorne, das sieht aus wie die Hauptzeitbahn der Brennerei. Das ist die zweite Folge. Irgendwann werde ich mich nicht mehr fehlen lassen. Dann können wir einen Gitter rundherum spannen. Jetzt fahren wir gescheit die Piste runter. Dann haben wir schon unsere Schneekanonen ausgerichtet. Wie ihr hier sehen könnt. Damit wir dann bald schnellstmöglich die Schneekanonen, so unser Skigebiet, Geld bringen können. Von Mittelstation Blanei, 1350 Meter. So, dann bringen wir doch eine hinüber. Hier geht es dann runter ins Tal nach Schladming. So, bringen wir hier noch eine hin. Schön mit den Abdeckungen im Sommer. So, Licht, nein. Genau da. So, dann haben wir die auch angeschlossen. Hier.
man natürlich noch. Eine TF10 auf Rädern. Die bringen wir auf die andere Seilbahnstation. Und da müssen wir unbedingt da Gitterspannung dann. Noch eine Schneeknarre. Ich war hier, stelle uns hier bei der Planei West in die Abstellung. Was kosten die Station? Okay. Eine halbe Million. Da können wir jetzt nach Schladming runterschauen. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich bei euch. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, beim dritten Teil. Dann geht es um die Beschneiung der Planei mit den Schneekanonen von Techno Alpin. Also schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, sagt der Markus.